wenn mein Führungsmodell, es ist ja nicht mein Führungsmodell, aber das Führungsmodell, was ich für mich entschieden habe, was ich für mich adaptiert habe, konsequent durchgeführt wird, ist es gar nicht so schwierig, zum Erfolg zu kommen. Natürlich gibt es Misserfolge, Projekte scheitern, aber das Führungsmodell kann trotzdem funktionieren. Es birgt eine große Schwierigkeit. Und an der Schwierigkeit, muss ich sagen, verzweifle ich auch manchmal ein bisschen. Wenn man Mitarbeiter von außen dazu bekommt, die genau dieses Führungsmodell nicht kennengelernt haben. Wenn es also einen Wechsel aus einem hierarchischen Führungsmodell in ein unhierarchisches Führungsmodell gibt, dann tut man sich in beide Richtungen schwer. Mitarbeiter, die Hierarchie gewohnt sind, sind auch gewohnt, dass man ihnen genau vorgibt, was sie zu tun und was sie zu lassen haben. Mitarbeiter in einem unhierarchischen Führungsmodell können das selber abschätzen. Mhm. Und wenn jetzt ein hierarchisch orientierter Mitarbeiter in eine Umgebung zu mir kommen würde, in der die Freiheitsgrade sehr groß ist, hat das zwangsläufig zur Folge, dass man völlig desorientiert ist, weil man selber gar nicht weiß, wie weit man gehen kann. Und da stelle ich das eine oder andere Mal fest, auch wenn junge Mitarbeiter zu einem kommen. Ich habe einige junge Mitarbeiter, die kennen im Grunde nur meinen Bereich. Die kennen auch diese Freiheitsgrade. Die würden wahrscheinlich umgekehrt, wenn sie jetzt in eine andere Firma kommen, die hierarchisch orientiert ist, ganz große Schwierigkeiten haben, weil sie ständig ihre Grenzen überschreiten, die das ein anderes System erfordert. So. Und das sind dann die Ursachen für Misserfolge, wenn Dinge liegen bleiben, weil, ja, das hast du mir ja nicht gesagt, dass ich das tun soll. Nein, habe ich nicht. Es ist deine Aufgabe, mich darauf aufmerksam zu machen, dass noch eine Aufgabe übrig ist und mich zu fragen, wer sie erfüllen soll. Ja? So. Und da gibt es typische, gibt es Misserfolge, die manchmal auch kritisch sein können, wenn es zeitabhängige Dinge gibt, irgendwelche Veranstaltungen zu organisieren. Und ganz wichtige Dinge sind schlichtweg vergessen worden. Mhm.